Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch ein Everyday Make-up, also ein Tages-Make-up, was man jeden Tag drauf machen kann. Als erstes fangen wir wieder an mit dem Concealer Stay All Day. Den habe ich in der 10 Natural Beige, weil ich halt doch sehr, sehr hellhäutig bin. Dann nehme ich zurzeit die BB Cream von Garnier. Die ist sehr, sehr gut, weil die für fettige und Mischhaut geeignet ist und gerade jetzt im Winter ein bisschen reichhaltiger ist. Das heißt, meine Haut ist halt sehr, sehr trocken. Und durch diese BB-Cream trocknet die nicht weiter aus, sondern wird halt mit Feuchtigkeit versorgt. Dann habe ich wieder mein Puder genommen von Isana. Das habe ich bei Rossmann gekauft. Und das ist eben ideal zum Abdecken. Und da habe ich das für helle Haut gekauft. Habe ich den Augenbrauenstift von Bobbi Brown verwendet. Und zwar in der Farbe Blond. Und ich muss dazu sagen, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, einen Augenbrauenstift zu finden, der wirklich zu so einem blonden Haar passt. Weil de facto ist auch dieses Blond total dunkel. Aber ich finde es nicht so schlimm. Dementsprechend passt es schon. Aber für eine richtige Blondine ist es wirklich schwierig, einen hellen, blonden Augenbrauenstift zu finden. So, dann habe ich von The Body Shop dieses Bronze Shade Golden Bronze. Und das nehme ich jetzt her und verwende das als Rouge. So, und beim Rouge sieht man schon, das ist ja eigentlich ein Bronzener. Der hat aber so tolle Schimmerpartikel drin. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, wenn es wirklich ein bisschen Glanz gibt. Und auch da wieder aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Aber das konturiert einfach schön das Gesicht. Und im nächsten Schritt nehme ich einen Lidschatten von Catrice. Da kann ich jetzt leider nicht erkennen, welche Nummer das ist. Aber das ist so ein hellbrauner Ton. So, das ist so ein helles Braun. Dann nehme ich einen Pinsel von Essence. Diesen hier, der sieht so aus. Geh einfach in die Farbe hinein und streiche das wieder über das gesamte Lid. Ist gerade für ein Tages-Make-up sehr, sehr geeignet, weil am Tag sollte man es vielleicht nicht zu dunkel machen. Sollte der Lidschatten ein bisschen krümeln, wie bei mir jetzt, nehmt ihr einfach euren Puderpinsel und streicht die unten drunter lang und streicht somit die überschüssigen Krümel einfach weg. So, dann nehme ich den Stift, den Smoky Liner von Make-up Factory in der Farbe 17 und dieser ist auch wasserfest. Damit gehe ich jetzt wieder hier unten drunter. Ich werde es nicht in der Wasserlinie malen, weil das kann auch zu Augenentzündungen führen. So, und da wirklich nur einen ganz leichten Strich machen, einfach damit man die Kontur des Auges besser sieht. Dann nehme ich von Art Deco wieder die Base, also den Lash Booster. Und der Lash Booster ist einfach ein weißer Mascara, der praktisch nur weiße Farbe abgibt und somit aber die Dichte der Wimpern verstärkt und somit mehr Volumen zaubert. Und erst wenn es wirklich schön weiß aussieht, so wie bei mir jetzt hier, dann kann ich mit einem zweiten Mascara drüber gehen, also mit einem richtigen Mascara. Und zwar habe ich hier den Extreme Carbon Mascara von Altera Naturkosmetik. Den habe ich bei Rossmann gefunden und hier steht drauf, der ist für tiefschwarze Wimpern im Carbon-Look. Und das ist wirklich ein sehr natürlicher Mascara.
der hat so eine schöne Bürste. Und trennt die Wimpern sehr schön. Und das Ganze sieht dann so aus. Die Sonne blendet jetzt ein bisschen, aber egal. Davon lassen wir uns nicht abbringen. So. Als nächstes verwende ich von Essence den Long Lasting Lip Liner in der Farbe 03 Yummy Berry. Und gehe wieder hier unten lang. Um die Lippen noch ein bisschen voller zu bekommen, könnt ihr hier oben ruhig noch ein bisschen weiter drüber gehen. So, und dann nehmt ihr einfach euren Lippenstift her. Ich finde es auch Quatsch, da mit einem Lippenpinsel ewig rumzumachen oder wie auch immer. Es ist ja euer eigener Lippenstift. Also könnt ihr ihn auch direkt verwenden. Ich habe hier die 02 Pink and Perfect von Essence. So, und so sieht dann das Ergebnis aus. Ich hoffe, euch hat mein kleines Tutorial gefallen. Wenn ja, dann gebt unbedingt einen Daumen hoch. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!